Gerlinde, du lässt dich nicht manipulieren und nicht beeinflussen, denkst du? Denke ich, ja. Denkst du? Gerlinde, ich möchte, dass du jetzt an eine vierstellige Zahl denkst. Und stell dir jetzt bitte vor, dass ich dir diese Zahl zusende. Nur vorstellen in deinem Gehirn, ja? Du stellst es nur vor. Und wenn ich bis drei gezählt habe, stellst du dir vor, die Zahl kommt dir einfach sofort ins Gedächtnis. Also die Zahl, die vierstellige Zahl, die dir sofort darauf einfällt, die nennst du uns dann, ja? Eins, ja. Zwei, drei. Dreimal die Eins, zwei. Dreimal die Eins und die Zwei. Genau. Okay, hat das eine besondere Bewandtnis? Das ist meine Geheimzahl. Deine Geheimzahl, okay. Aber hoffentlich nicht für das Konto. Okay. Frank, du hast die ganze Zeit schon einen Briefumschlag bei dir. Der ist verschlossen. Ich war auch nicht mehr dran. Den habe ich dir heute Morgen gegeben. Das kann ich bestätigen. Wir haben auch einen Kameramann, der sich alles filmt, diese Experimente. Die könnt ihr euch dann heute auf radiogong.com angucken. Den Briefumschlag hast du mir gegeben, der war verschlossen. Genau, den machst du jetzt bitte vorsichtig auf und da ist ein Zettel drin. Okay. Der ist nicht wahr. Da stehen die Zahlen 1, 1, 1, 2. Zuhörer denkt an die Zahl 1, 1, 1, 2. Ja. Er ist wie ich baff.